ich bin Tara White. Ich bin hier Angestellte bei der Einreisebehörde. Ganz, ganz gefährliche, strenge Arbeit. Top Secret. So. Hallo. Morgen. Feierabend. Was? Ich dachte bloß, wenn so eine super Kollegin da ist, die so gut arbeitet. Das kannst du dir abschminken, Clinton. Jedes Mal, wenn du hierher kommst, lässt du mich dann mit den ganzen alleine. So. Misch mir mal die Leute hier auf. Wie geht es Ihnen? Gut, und Ihnen? Ja, super. Hey, du da. Oh, was geht? Was bist du für einer? Bist du schüchtern? Ja, ein bisschen schüchtern. Also, Keithrow, was machst du so? Naja, bin ein bisschen aufgeregt. Aber warum denn? Nur weil hier 8 Mann rumsteht oder wie viel sind wir? Da musst du doch nicht aufgeregt sein. Ach du heiliger Kugel. Was denn? Mit Geschmacksverirrung mit deinen rosa Haaren, wenn ich meinen Sohn so rumlaufen würde. Ich würde ihn einen Glöpfchen schneiden. Wie alt bist du? Ich bin 32. Hast du schon ein Kind? Ja, 3. Was? Wo sind die? Zu Hause. Oh. Was willst du, Clinton? Du bist die voll der Schleimer. Diese Spur, diese Schleimspur, ne? Danke, danke. Ich fühle mich direkt verarscht von dir, Clinton. Warum denn? Weil du so bist. Ich bin so, wie ich bin. Du machst dir ein Kompliment und du rennst dann weg. Ich renn nicht weg. Das kommt nicht mehr sehr glaubwürdig. Hey, wer ist das? Lass mich in Ruhe jetzt. Hallo. Lass mal Praktikanten. Und wann kriege ich ein Kompliment? Gar keins. Und pass auf, am Ende schiebt er immer seine Schicht auf dich rüber. Halber. Ja. Was tue ich am Ende machen? Was? Was tue ich am Ende machen? Du schiebst immer deine Schicht auf uns. Komm mal mit. Ich hab einen Taser. Ich hab dir heute was mitgebracht. Was hast du mir mitgebracht? Ich hab dir heute dein Essen mitgebracht. Mal hier bitte schön. Ich teile mein Mittagessen mit dir. Ah! Weil für Versöhnung. Versuchst du mich gerade zu bestechen? Nein, ich möchte einfach nicht, dass du so viel streiten, weißt du? Ja, das liegt ganz bei dir. Nee, es tut mir sehr leid, aber. Ja? Ja. Okay. Test. Der Name? Mein Name ist Daniel Weimer. Von wo kommen Sie? Aus dem Hotel. Oh. Aus dem Flugzeug, aus Deutschland. Aus Deutschland? Buongiorno. Oh, Espanja. Ich bin Marco Antonio Savastano. Wie heißen Sie? Anton Bauer. Woher kommen Sie denn? Ich komme aus Düsseldorf, also Deutschland. Oh. Okay, der Name? Paolo Giuseppe Di Piaggio. Name? Martin Knapp. Das ist ein Name? Der Name? Levi Baker. Frau Baker, woher kommen Sie? Aus Detroit. Aus Detroit? Ja. Wann haben Sie Geburtstag? Am 31.10. an Halloween. Voll cool. Ja. Oh, wow. Also darfst du dich immer verkleiden an Halloween? Immer. Jedes Jahr. Oh, voll cool. Riesige Party. Und dann gibt's ganz viele Süßigkeiten. Aha. Hey. Richtig cool, Mann. Die schnappe ich mir. Die will ich haben. So, Sir. Herr Knapp. Sie kommen von wo nochmal? Aus Deutschland, genau aus Freiburg, Baden-Württemberg. Was für ein Berg? Können Sie singen? Nein, überhaupt nicht. Tara? Ja? Ich bin gerade bei dir. Sehr gut. Der Clinton hat mich jetzt mit Chris ausgetauscht. Wow. Ja, so schnell geht's. Warte mal. Alba, wie kann ich dir helfen? Du! Ja? Du! Was ist los? Du lässt sie einfach eiskalt fallen wie eine Kartoffel. Nein, warum denn? Wow! Einfach ersetzt mit Chris. Nein, du musst der schon hier fester Mitarbeiter ist. Weißt du was? Komm zu mir. Hier lernst du von den Besten. Aber es war das letzte Mal, dass du irgendwas zu mir bekommen hast. Ich teile nie wieder mein Mittagessen. Du bist schon. Du falsch verstanden. Du hast falsch verstanden. Du Penner, was hast du gesagt? Hier gibt's gleich Klassenkloppe. Hey, wer will die Schlager? Ja, Dings Chefin arbeitet wieder nicht. Komm rein, Chris. Boah. Hat er die Chefin gebissen? Kommen Sie, Herr Knapp. Ignorieren Sie bitte das Arbeitsverhalten von einigen Kollegen hier. Also, wie war der Name nochmal? Mein Name ist Pershing, Lucy Pershing. Okay. Miss Lucy, wann haben Sie Geburtstag? Am 1.5.79. Wie alt sind Sie denn? Moment, 1, 2, 5, 7. Ja. Das sagt man nicht. Okay. Aber, wow. 41. Ist eine gute Zahl. Ja, Sie sieht auch gut aus. Ja, deswegen. Was haben Sie so beruflich gemacht? Lehrerin für Mathematik und Chemie. Oh. Mathe ist nicht so mein Fach. Ich auch nicht. Ich liebe Mathe.
Ich hoffe, wir werden jetzt nicht benotet, wenn wir irgendwas rechnen müssen. Nein, Frau Lehrerin, ich will keine Note. Okay. Aber Sie sind gar nicht so streng wie meine doofe Lehrerin damals. Meine Lehrerin Mrs. Springfield war voll kacke. Ich oh muss immer nachsitzen. Oh, nicht weit. Moment, Tyrone, nein. Ich glaube, ich habe... Hier, guck mal. Ich glaube, ich habe noch ein Taschentuch. Okay, das ist schön. Alles klar, also. Ich muss professioneller sein. Okay, alles klar. Frau Lucy Pershing, kommen Sie bitte mit. Aber ich, gerne. Ich kann Sie sonst auch ausbringen. Achso. Ja? Dann kannst du dein Taschentuch nochmal nehmen. So, wer sind Sie? Ich bin Max Salvatore. Der Nachname klingt so cool. Mögen Sie Pizza? Was ist denn Ihre Lieblingspizza? Pizza Fungi mit Pilzen. Meine auch! Ja, sehr cool. Das ist die Frau Baker, die hat einen Halloween-Geburtstag. Ja, ich habe jedes Jahr Halloween-Feier. Und sie hat Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D-Mangel? Ja. Frau Baker, Sie müssen hier in die Sonne. Aber ich darf nicht in die Sonne, dann verbrenne ich und dann bin ich ganz rot. Hä? Aber, warum haben sich die X-Jahre lange am Weges angezogen? Weil es ziemlich heiß war in dem Flugzeug und ich kann in langärmigen Pullover nicht schlafen. Das stimmt. Aber wenn sie verbrennen, dann sollten... Frau Baker! Ja? Wir sollten zur Polizei, zum Krankenhaus gehen und sich nochmal durchchecken lassen und eine besonders dicke Sonnencreme holen. Lichtschutzfaktor 1000? Ja! Von wo kommen Sie nochmal? Aus Detroit. Was haben Sie in Detroit gemacht? Ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe meinen Abschluss gemacht und dann habe ich nichts gemacht und dann bin ich da weg. Wie alt sind Sie denn? 20. Haben Sie denn irgendwie einen Wunsch, welchen Beruf Sie ausüben möchten? Ich würde gerne in einem Diner arbeiten. Wissen Sie, den Leuten ihr Essen geben, Trinkgeld bekommen und abends nach Hause gehen. Kein Stress, kein bla 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 bla. Kennen Sie, es gibt in jedem Diner so eine, die immer so grimmig guckt und nur den Kaffee einschenkt. Das wäre dann ich. Auch zu den Stammkunden? Das kommt drauf an, wenn die Stammkunden nett sind, dann bekommen die auch mal so ein kleines Lächeln so. Aber wenn du immer Krimi guckst, dann kriegst du gar nicht viel Trinkgeld. Ja, vielleicht doch, dann geben die mir Geld, dass ich schnell wieder gehe. Ja. Oh, das ist voll klug. Wie heißt du mit Vornamen? Levi. Du hast doch einen Halloween-Geburtstag. Ja. Was war denn dein Lieblingskostüm? Ich mag Zombies. Ich gehe als Zombie meistens. Als Zombie? Ja. Oha. Brauche ich nicht viel Make-up wegen den Augenringen. Hast du da nicht manchmal Angst, weil Zombies gefährlich sind? Wenn ich ein Zombie bin, bin ich nicht gefährlich. Oh. Okay. Ja. Also wenn du ein Zombie bist, dann tötest du mich theoretisch von den anderen Zombies beschützen, ne? Wenn du das möchtest, dann werde ich das tun. Cool. Ich bin übrigens Tyra. Ich habe mich schon vorgestellt. Das ist komisch, wenn ich mich jetzt nochmal vorstelle, aber ich bin Levi. Ja. Ich wollte nur, dass du nochmal dir meinen Namen merkst wegen den Zombies. Okay. Und ich werde aufgessen, oder wie? Hä? Nein, wir würden dich dann beschützen. Ja. Ich hoffe. Ja. Yeah. Du musst dir aber einen Stempel geben, sonst geht das nicht. Kannst du dir einen Stempel geben? Hey, Levi, kannst du dir einen Reisepass für sie geben? Pass auf! Ja, ich passe auf. Wenn wir als Zombies den Clinton sehen, kannst du den ruhig auffressen lassen von deinen Zombie-Freunden. Wer ist das? Clinton ist der mit der Krawatte auf der anderen Seite. Oder mal so grimmig guckt? Ja! Siehst du, da geht das Konzept grimmig gucken auf. Ja, aber der soll aufgefressen werden! Reise, Stempel und alles ist drauf. Okay. Ich komme. Tschüss. Ich begleite dich noch mit. Ach so. Ich dachte, du möchtest zu dem Herrn mit den selbstreinigen Toiletten. Was? Ja. Frag ihn da mal nach. Der hat was davon berichtet, dass der eine auf dem Balkon selbstreinige Toiletten macht. Hey, Mr. Toilettenreiniger, kommen Sie rein. Also, neben diesen Klos, haben Sie da noch andere Hobbys? Meine ursprüngliche Leidenschaft war ja, die ich auch studiert habe,
Jura gewesen. Das ist immer ein interessanter Werdegang vom Anwalt, Juristen zum Klobauer. Also Jura, Hobby, aber haben Sie noch so andere Hobbys? So lesen, schreiben, singen, tanzen, fliegen, fotografieren? Lesen ist natürlich schon eine große Leidenschaft von mir. Da ist zwischen Fantasy und Science Fiction vieles dabei. Auch Filme. Comics, aber das kann man ja. Nein, lesen. Lesen? Wer ist Ihr Lieblings-Superheld? Da muss ich wohl an der Stelle mit Iron Man gehen. Iron Man? Der ist mein Liebling. Haben Sie die Filme geguckt? Ja, ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal geguckt habe, aber ja. Hallo? Was machen Sie hier? Clinton sei der Chef und man hat mich rübergeschickt. Ich sollte hier reinkommen. Na. Sagte mir ein Herr in gelbem Tanktop. Aber nicht hier. Er ist nicht der Chef. Wer hat das gesagt? Chris, bleib stehen! Bleib stehen! Chris! Du hast jemanden hier wieder! Warum verfolgst du mich, Clinton? Warum sagst du, dass Clinton hier der Chef ist? Die Chefin ist der Chef. Und warum schiebst du Leute in unser Zimmer durch? Clinton hat das gesagt. Jedes Mal dasselbe mit dem. Du! Was ist los? Du! Da! Du rechtfertige dich vor der Chefin, weil du dich als Chef ausgibst. Du bist nicht der Chef. Ich hab das doch gar nicht gesagt. Clinton hat das gesagt. Chris hat das gesagt. Ich glaube, es spinnt ja wohl. So, also Herr Müller, schauen Sie mal, die Jugend von heute, die trauen sich nicht mal anzuklopfen. Das ist unerhört, Herr Müller. Sind Sie auch so einer, der nie anklopft? Doch, natürlich. Haben Sie Anstand? Ja, würde ich jetzt schon von mir behaupten. Okay, passen Sie auf, Herr Müller. Sie scheinen ja ein sehr netter Mann zu sein. Das Problem ist, wenn Sie zu nett sind, kann das manchmal ganz gefährlich auf der Straße werden. Ja, Herr Müller ist ein sehr gemächlicher Mensch. Halber, ich muss ganz kurz was sagen. Was Halber, denn? Ich hab nie gesagt, dass ich Chef bin, okay? Wirklich nicht. Ja, Chris hat das behauptet. Ich habe schon gesehen, wie er sich vorhin bei der Chefin versucht hat einzuschleimen, wegen dir. Wegen Halber, sich. Weißt du, wir haben vorhin schon unseren Burger geteilt. Es tut mir leid, was passiert ist. Okay. Chefin! Was war? Könnt ihr mal aufhören, heute hier die ganze Zeit zu streiten? Hört auf, euch zu beefen wie zwei kleine Kinder. Nee, geht nicht. Was hast du denn schon wieder getan, Chris? Er hat gesagt, ich soll den Herrn nehmen und zu dir schicken. Clinton! Hast du gehört, was der gesagt hat? Er soll zu mir kommen? Clinton, du bist voll die Drama-Queen. Clinton! Es reicht jetzt! Clinton, du bleibst jetzt sofort stehen oder ich taser dich. Du hörst mir jetzt zu. Hör auf, die ganze Tier zu zicken! Ich lass mich doch hier nicht so anschreien, ich glaub's ja wohl nicht. Da! Du bist voll die Diva, bist du! Lass mich in Ruhe. Gib dem mal einen Snickers! Gib dem mal einen Snickers! Was heißt das?